In der letzten Folge von Grandia steckte unser Schiff mitten auf dem Ozean fest und wir mussten zusammen mit der größten Abenteurerin der neuen Welt, Fina, ein gruseliges und mysteriöses Geisterschiff untersuchen, welches die Ursache für dieses Problem zu sein schien. Nachdem wir den wahren Grund gefunden, bekämpft und das Schiff für immer versenkt haben, trennten sich unsere Wege und wir gingen zur Abenteurerliga, wo uns dessen neuer Präsident, der eine heftige Obsession von Fina hat, ziemlich auf den Zeiger ging. Als wir anschließend die grünhaarige Abenteurerin in ihrem kleinen Haus abseits der Stadt besuchten, kam der neue Präsident der Liga, Parkon, mit seinem Leibwächter, um Fina zu entführen und mit ihm zu zwangsverheiraten. Das nächste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten. Dun 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 dun. Moinsen, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Grandia. Wir sind in Finas Haus, die gerade irgendwie entführt wurde. Justin wurde niedergeprügelt von Master Chang! Das haben wir alles in der Rückblende gesehen gerade. Und wohin zeigt mir denn gerade mein Kompass? Der will mich immer noch in das Haus bringen. Naja, dann gehen wir jetzt einfach mal irgendwo hin, um aus dem Gebiet rauszukommen. Wie kommen wir aus dem Gebiet raus? Ich möchte hier bitte gehen. Können wir bitte gehen? Weil ich auf die Pisse hier keinen Bock hab. So, nee. Ich hab schon Lust auf das Spiel. Es macht Spaß. So, Stadt Neuparm müssen wir hin. Denn wir müssen zur Kirche. Denn hier findet heute eine Hochzeit statt, habe ich mir sagen lassen. Aber nicht unbedingt eine gewollte. Und deshalb wollen wir sie aufhalten. Was bist du? Wirklich, die jungen Leute von heute sind ganz aufgeregt, nur weil Parkon heiratet. Also, Mister, warum feiern Sie? Oh, ich, wenn es Zeit zum Feiern ist, dann mache ich mit. So läuft das in Neuparm. Und du so? Aber nun nimmt Parkon, der Präsident der Abenteuerliga Fina, zu seiner Frau. Ein Weltklasse-Bräutigam und eine Weltklasse-Braut. Ich behaupte, der Typ ist weder Weltklasse noch ein Bräutigam. Wird er niemals sein. In diesem ganzen großen Land gibt es kein anderes Paar, das so gut zusammenpasst. Ja, das sehe ich genauso, Justin. Was für ein Unsinn! Er hat Fina entführt und zwingt sie, ihn zu heiraten. Wir haben alle keine Ahnung. Die Abenteurerliga von heute ist total daneben. Sie sollte für Abenteurer sein, nicht für Touristen. Das kannst du laut sagen. Ich bin erstaunt, dass das eben mal jemand ausspricht. Das kannst du laut sagen. Ich bin dafür den ganzen Weg von Parmi hergekommen. Oh, es war toll, als Parkons Vater, der frühere Präsident Gauss, hier war. Die Abenteuer waren echt super. So, wir müssen wirklich nicht mit jedem reden. Wir wollen nämlich eine Kirche aufsuchen. Hier sind schon die ganzen Leute versammelt. Was hast du zu sagen? Herzchen, das an ein D anschließt. Die Hochzeit kommt bald. Wenn ich Finas Bouquet fangen könnte, wäre ich ruckzuck verheiratet. Mit wem denn? Sind hier denn irgendwelche Leute? Du da, willst du heiraten? Fina heiratet wirklich diesen Parkon? Warum heiratet sie jemanden wie den? Weil Parkon Fina entführt hat und sie zwingt ihn zu heiraten. Ich rette sie, das ist sicher. So, die haben ja alle sicherlich nichts Tolles zu sagen. Was bist du eigentlich für ein... Du hast einen ganz langen Kopf, mein Freund. So ein Eierkopf. Ich verstehe Fina auch nicht. So ein süßes Mädchen... So ein süßes Mädchen wie sie heiratet einen Blödmann wie Parkon. Ups! Na, wenigstens sind die doch nicht auf seiner Seite. Es kommt doch nur gelegen, dass Parkon unsere geliebte Fina heiratet. Parkons Heirat mit ihr würde helfen, die Liga noch erfolgreicher zu machen. Er hat auf so viele Arten der Liga geholfen. Parkon ist ein echter Mann. Nee, das ist eine Witzfigur. Hey, hast du gehört? Parkon und Fina werden endlich heiraten. Wohin werden sie ihre Hochzeitsreise machen? Vielleicht zum Ende der Welt? Warte, das ist zu weit. Sie könnten im Nebelwald verloren gehen. Irgendwo näher vielleicht, wie die Domruinen. Ja, das ist es. Nein, das ist alles zu riskant für Parkon. Das kannst du laut sagen. Für Parkon. Was sag ich da? Ich muss Fina retten. Okay.
Ich bin von einer Tour zurückgekommen. Nur für diese Hochzeit. Die ganze Stadt bereitet sich vor. Das ist das große Ereignis. Die Hochzeit von Parkon und Fina. Das darf man nicht verpassen. Dies ist kein Witz. Ich werde nicht zulassen, dass Parkon Fina heiratet. Hier hinten ist so ein Typ. Oh, ich würde so gerne Fina in ihrem Brautkleid sehen. Wenn ich bloß eine Einladung hätte und mich in die Menge stürzen könnte. Vielleicht könnte ich durch den Lagerraum reinschleichen. Lagerraum? Hör mal, es gibt einen Geheimgang vom Lagerraum. Aber es ist riskant. Ich glaube nicht, dass ich es tun könnte. Ihr habt nämlich auch keine Einladung, ne? Nur befugtes Personal. Ich darf hier nicht rein. Ja, so eine Gemeinheit. Aber es gibt ja, wie gesagt, den Hintereingang. Über den Lagerraum. Da. Da. Kann man hier was umwerfen? Nein? Oh, lahm. So, unterirdischer Gang. Die unterirdische Gang. Oh, wir haben hier diese eigentlich Bossmusik. Ich hasse diesen Dungeon eigentlich so sehr. Ich verlaufe mich hier ständig. Ich habe übrigens das Bild nicht wieder gefunden, wo die ganzen Mana-Eier stehen. Ich glaube, hier gibt es auch noch eins zu finden, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es gibt hier eine Menge Zeug zu finden. Ich hoffe, ich habe genug Platz im Inventar. So, wir werden erstmal mit Sue ein bisschen angreifen. Mir fällt gerade auf, ich habe meinen Sound runtergestellt. Das ist nicht gut. Ich hoffe doch, dass ich das bemerke, wenn ich die Aufnahme im... Ja. Vielleicht fängt die Folge auch etwas leiser an. Mal gucken. Puff. Dann hört man das Spiel kaum. Vielleicht kriege ich das irgendwie noch geregelt. So, wir machen noch so einen... Die Biester können sich übrigens aufteilen und dann sind das mehr. V-Slash. Das dürfte reichen für so ein Vieh. Bam. 83 Schadenspunkte. Bum, bum. Da, aufteilen. Da wurde ein neuer gespawnt. Der hat aber genauso wenig Leben wie der davor. Spaßig. Wir machen den erstmal kaputt. Wie wär's? Kebums! Kebums! Mir fällt gerade auf, dass ich noch die Axt ausrüsten wollte. Ey, Sue, mach mal einen von denen, brech mal einen von denen ab. Bam! Hat sogar geklappt. Sie hat sich richtig schön Zeit gelassen und das hat dann geklappt. Wir machen noch einen V-Slash für den... für den lila Schleim. V-Slash! Kaboom! Dann greift Sue das Vieh an. Oh, Justin greift das Vieh an. Hab ich mich wohl vertan. Ist okay. Hat Justin nicht eben erst den einen da zerstört? Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass Sue auf einem niedrigeren Level fast genauso viele Erfahrungspunkte braucht wie Justin. Oh nein, ein Tunnel. Ein langer Tunnel. Aber ich mag die Musik. Die ist so gut. Die ist toll. Okay. Das ist so eine kleine Einführung in, wir müssen diese Dinger bewegen. Diese Schleusen bedienen. Schlammgelee. Klingt nach einer Delikatesse. Nee. Okay, wir haben jetzt Feuer. Wir können jetzt mal Brenne benutzen. Das heißt, Justin kann auch mal ein bisschen zaubern. Bam! Oh, das Ding lebt noch. Aber wir wollen den da wahrscheinlich vom Angreifen abhalten. Mit einem... Bam! Gut gezielten... Der greift Sue an, der greift Justin an. Wir machen einfach... Wir greifen den an, komm. Der möchte auf Sue. Kabums! Abgebrochen. Da hat Justin ein bisschen Schaden genommen. Das ist aber nicht so schlimm. Zack. Zack. Der eine Schadenspunkt macht nicht so viel. Komm, Justin, hau nochmal drauf. Kabums. Das Gelee wird nicht entkommen. Alright, we won! 30 Erfahrungspunkte mittlerweile. Das ist schon recht viel. Ich werde das eigentlich jedes Mal so anmerken. Die Erfahrungspunkte sind so viel. Ich bekomme viele Erfahrungspunkte. Okay, passt auf. Wir wollen mal eben die Waffe wechseln. Ausrüsten. Nein, nicht das da. Wir geben ihm die Handaxt. Die macht meinen Angriff natürlich ein bisschen schwächer. Aber wir wollen da ein paar Level holen. Und wir müssen das da bedienen.
denn wir wollen eine Technik lernen. Die Axt muss auf Level 5 kommen, ob wir das hinbekommen. Innerhalb dieses Dungeons? Wer weiß. Noch mehr Jelly. Noch mehr Jelly. Ich werde natürlich trotzdem auch ein bisschen das Feuer steigern, denn Feuer ist ganz nett. Wir müssten eigentlich mal in den Technikreiter hineingehen. Bam. Okay, das hat jetzt natürlich nichts für die Axt gebracht, aber naja. Right, Puffy? Und mal gucken, was wir eigentlich jetzt neu lernen können. Denn da dürfte einiges neu sein eigentlich. Wir können ja mal gucken, was wir so jetzt lernen können und auf welchen Stufen das passiert. Denn der werte Herr hat ja so ein paar Sachen. So. Feuer auf Level 8 und Schwert auf 12 gibt zum Beispiel auch eine Fähigkeit. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die mit der 7 Keule und den 5 Axt. So, wir haben Brenne und Heilen 1. Wir bekommen in dem Stufe 1 Bereich hier, wo man halt die Stufe 1 Zauber benutzen kann, noch einen Heilzauber. Einen Wasserzauber zumindest. Ich weiß nicht, ob der heilt oder nicht. Ich gehe mal davon aus. Feuerstufe 4 dürfte die Feuersäule sein. Feuer auf 18 bringt dann auch wieder was Neues. Und auf Stufe 3 bekommen wir auf Feuerstufe 9 wieder was. Und dann halt die anderen Sachen. Da kommt natürlich später einiges dazu, wenn wir noch diese ganzen Kombinationszauber dazwischen haben, dadurch, dass sich die Sachen so ein bisschen überschneiden. Wenn wir auf Zauber gehen, heilen kann man immer benutzen. Können wir jetzt gleich mal machen. Das gibt übrigens auch Erfahrungspunkte und da kann man dann später so einen schönen kleinen Exploit ausnutzen. Es ist tatsächlich so, dass es in dem Spiel öfter mal Fallen gibt, die einem Schaden zufügen können. Das gibt es in den Domruinen tatsächlich das erste Mal so richtig auffällig und da kann man dann einfach immer reinrennen, bis man nur noch so einen HP hat und dann kann man sich einfach heilen und dann rennt man da wieder rein und man muss halt vorher alle Gegner ausschalten. Das ist ganz wichtig, damit man nicht irgendwie in so einen Gegner reinrennt. Und dann hast du in der Nähe direkt so einen Heilpunkt und dann kannst du, wenn deine wenn die MP leer sind, wobei die glaube ich ZP heißen hier, die Zauberpunkte. Es gibt die SP für die Spezialtechniken und es gibt die ZP für die Zauber halt. So, wir machen noch eine Attacke. Ja, und Zu lässt es einfach mal bleiben. Der sollte den nämlich alleine kaputt kriegen. What a finish. Und er braucht auf jeden Fall seine Erfahrungspunkte für die Waffe. Nicht, dass Zu die nicht auch bräuchte, aber... kümmern wir uns erstmal um den wichtigsten Charakter. Justin! So, hier können wir nochmal was runterlassen. Jetzt ist hier noch so ein komisches Gelee. Jetzt können wir da vorne rüber gehen. Das wird gleich alles noch ein bisschen komplizierter. Dann haben wir irgendwelche anderen Wege, die wir entlang gehen können. Aber es ist jetzt nichts Dramatisches. So, wir werden erstmal wollen wir Kombi oder wollen wir kritisch? Ja, wollen glaube ich kritisch machen. Den ganz vorne. Vielleicht ist er ja sogar tatsächlich dran. Aber weißt du was? Und wir zaubern jetzt. Auch auf den da. Ah, ne. Oh, das wird übel. Der stirbt wahrscheinlich sogar. Und Zu hat genau daneben geworfen. Das ist schade, weil ich habe ja den gleichen Gegner angegriffen. Das war dumm. Das war dumm von meiner Seite aus. Das tut mir leid. Kabums. Kabums. Zu, kümmere dich mal um den Rest. Wobei, schafft sie das? Nein. Dann kann Justin jetzt nochmal so einen kritischen... Hätte irgendeine Attacke benutzt. Und die Axt ist eine Stufe aufgestiegen. Schön.
So, weitere 30 Erfahrungspunkte und 51 Geld kann man immer so mitnehmen. Geld wird man hier recht schnell los, wenn man Ausrüstung kauft. Es nimmt viel zu oft neue Waffen mit. Obwohl man eigentlich ständig welche findet irgendwo. So, noch ein paar Schleimis. Lila Schleim. So, wir können nochmal. Es braucht nur einen ZP, das ist so wenig. Da kannst du so oft mit angreifen. See my power! See my power! Ich treffe drei Gegner und die werden nicht sterben, das ist aber auch nicht so wichtig. So, wir können nochmal ein paar Schleimis angreifen jetzt. Bam, Wurfstufe erhöht. Den brichst du jetzt direkt noch ab, pass mal auf. Auch, oder auch nicht. Zack. So, Sue, kümmere dich mal um den da. Und direkt den danach. So, die beiden sind weg. Der hat sich wieder aufgeteilt. Der dürfte aber auch nicht so viel Leben haben. Der wurde, glaube ich, auch getroffen. Ja. Greif mal den da an. Der möchte dich auch angreifen. Hat sich aber stattdessen irgendwo hinter so einer Wand versteckt. Was auch immer er davon sich erhofft hat. Und Sue übt sich in ihren Dart-Künsten. Sie wird mal professionelle Darts-Spielerin. Ganz bestimmt. Eher nicht. So, Freunde, wir können hier rüber gehen. In diese Richtung. Hier haben wir schon wieder so einen. Das können wir nochmal anklicken. Jetzt ist es auf der anderen Seite niedriger. Ich glaube, das müssen wir sogar machen. Schleimis! Mehr Schleimis! Ganz viele Schleimis haben wir hier. Du machst einfach nochmal ein bisschen Feuer. Ja, auch gegen den da einfach. Was sagt eigentlich Burner? Einfach nur Burner? Ich glaube schon. So, und du machst die beiden dann kaputt. Sollte ja reichen. Zack. Zack. Ihr beide seid ein gutes Team. Wisst ihr das eigentlich? Okay, Justin, wärme mal eben ab. So, und jetzt kann Sue sich um... ja, ist eigentlich egal, um wen von denen, die sich kümmert. Ich mache jetzt nochmal Brenner auf den da. Ach, fuck. Ich wurde erstmal direkt von beiden angegriffen. Oh, guck mal, es trifft nur einen. Gut, dann kann sich Sue jetzt um die beiden wieder kümmern. Zack. So. Oder auch nicht. Ja, dann machst du das eben. Alright, we won! Und die geben so wenig Erfahrung, dafür sind die so ein Aufwand. Zu bekämpfen. Hat man eigentlich durch die aufgeteilten mehr Erfahrungspunkte bekommen, weil man ja mehr Gegner besiegt hat? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hätte ich mal machen sollen. Kann er da hochspringen? So, wir gehen erstmal irgendwie hinten lang. So, bevor wir da runtergehen, gucken wir erstmal, was hier hinten ist. Da unten finden wir allerdings auch noch Zeug. Oh. Hier haben wir eine Kiste. Schön. Schlammgelee. Ganz viel davon. Wir machen nochmal Brenne. Burnout.
Kaboom. Zack, Feuer ist eine Stufe gestiegen. Und Su kümmert sich mal wieder um den Rest. Su muss wieder aufräumen. Wobei... der eine Gegner hat es überlebt. Bam! Einfach mit der Axt immer so drauf. Einmal richtig mit Schmackes. Ich war ja gestern beim Krankenhaus wegen meinem Verband hier und so. Einmal erneuern lassen. Die haben einfach nur das Stück ein bisschen eingeschnitten. Das, was unten so locker war. Haben dann neues Zeug drum geklebt, damit das wieder dicht ist. Und es hat keine 2 Stunden gedauert, bis es wieder locker ist. Es ist richtig beschissen. Aha, ein Muschelschild. Aus Turtikamelschale. Sind das diese Schildkrötenkamele, die wir bei Fina gesehen haben? Die hat ja auch so eins. Flop. Wenn ich das öffne, ist das Wasser ganz weg. Was sehr interessant ist. Wir machen das einfach mal. So, hier werden wir auch gegen alle Gegner kämpfen. Auch gegen die lästigen Schleimis, die nicht so viel machen. Ist aber allgemein nicht so schlimm. So, Su kann an der Stelle mal den Puffy-Wurf probieren. Bams. So, und du das nochmal kannst du gar nicht. Okay, brennen kannst du nicht, dann machen wir was anderes. Dann machen wir den V-Slash auf den Aufteilen, macht der eine. Können wir gleich gucken, ob die mehr Erfahrungspunkte geben. V-Slash. Bams. Aufteilen, jetzt haben wir einen Gegner mehr. Oh nein, Su wurde getroffen. Wie schrecklich. Okay, wir machen einfach so einen ganz normalen Angriff. Dunk. Den da auch. Dann kümmert sich Su direkt um den nächsten davon. Zack und zack. Dunk. Dunk. Justin ist erstmal aufs Maul gefallen. Wie wär's, wenn du den mal abbrichst? Wobei der mit Sicherheit noch nicht abgebrochen wird. Der allerdings schon. Und der teilt sich auf. Nicht so wild. Wenn das zusätzliche Erfahrungspunkte gibt, finde ich das okay. Die sind alle fast tot. Ich brauch keinen Special Move dafür. Die greifen die einfach ganz normal an. Gibt auch Erfahrungspunkte für die Axt. Oder eben zum Werfen. Zack, und weg mit dir. Die geben auf jeden Fall? Nee. Es sind trotzdem nur 4 Münzen, also die geben nicht mehr Geld dann. Oh, die haben aber extra Erfahrung gegeben. Aber die geben halt nur 2, das ist sehr wenig. Macht halt auch keinen Sinn, wenn die sich dann groß aufteilen. Wo willst du hin? Das wollte durch diesen Gang flüchten. Du bist dran. Irre Schlange. Das ist nicht mal eine Schlange. Das ist so ein Ammonit. Wo siehst du da eine Schlange, Spiel? Egal. Und du darfst einfach losrennen und den vermöbeln. Puff. Bums. Reicht das? Nö. Aber der zweite Schlag genügt. Das könnte gefährlich werden. Justin kriegt aufs Maul. Und dann haut das Vieh auch noch ab. Fahrerflucht. Nee. Bonk. Bonk. Da macht komische Geräusche, wenn man die trifft. Das ist ja eklig. So, die geben auch nicht so super viel Erfahrung. Ich glaube, die
Diese komischen Gelees geben bisher am meisten. Die Gelees. Kann man essen, die Dinger? Nee, hoffentlich nicht. Okay, wir gehen erstmal hier lang. So, hier unten befindet sich ein Item. Ganz wichtig. So, wir müssten langsam mal ein bisschen Heilung haben. Das Problem ist, dass ich mich damit nicht heilen kann. Ich kann natürlich ein Item verwenden, eine Wundsalbe, wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Aber die Viecher machen nicht so viel, die werde ich noch so bekämpfen. Wie wäre es mit einem gezielten V-Slash? Wir machen das gegen einen von denen, die tatsächlich angreifen. Die zusätzlichen Erfahrungspunkte müssen wir jetzt nicht unbedingt uns entkommen. Ah, warte mal, ich kann ja das da machen. Su, du darfst. Und es hängt. Schön. Come on, Puffy! Der Angriff gibt auch, glaube ich, wirklich immer... Also Angriff kann man das nicht nennen. Die Technik... gibt immer 25 Leben, soweit ich weiß. So, ab einem bestimmten Punkt wird die nicht mehr so brauchbar sein. Okay, mach den erstmal kaputt. Reicht aber nicht. Schade, dann muss ich Su wieder um den kümmern. Der hat sich schon wieder aufgeteilt. Der da greift an. Und zwar Su. Das wollen wir verhindern. Wobei wir es nicht schaffen. Zack. Aber den sind wir losgeworden. Der greift wiederum Justin an. Das werden wir auch nicht verhindern können, denn Su braucht sehr lange. Und da teilt sich noch einer auf. Zack. So, dann vermöbel die mal. Die haben alle 70 Leben, bis auf der. Na komm. Hau erstmal den kaputt. Ein Gegner weniger. Axtstufe erhöht. Das müsste jetzt auf Stufe 3 sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Der Puffy-Wurf. Gegen das da. Das Ding ist dann weg. Diese Geräuschkulisse. Klong, 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 klong. Justin freut sich nicht darüber. Okay, wie wäre es, wenn wir den da wieder abbrechen? Und dann so. Nice. Leider sind jetzt doch wieder dran. Der eine wehrt aber nur ab. Guck mal, Justin, du möchtest doch bestimmt abwehren. Natürlich wird aber gar nicht Justin angegriffen, sondern Su. Ach, das sieht immer so aus, als wäre jemand anders dran. Ich hätte nachgucken können, habe ich nicht gemacht. Plopp. Und Justin verpasst dem auch nochmal eine. Alright, 14 Erfahrungspunkte ist jetzt nicht so super viel. Gucken, was wir hier noch so finden in diesem Gebiet. Denn hier liegt schon mal ein Item rum. Das ist wieder so ein Angriffsgerät. Das ist eine Eisenkeule. Minus 10 Aktionen, weil sie schwer ist. Ist aber eine sehr starke Waffe. 19 Angriff ist eine Menge. Ich glaube, hier lang geht es tatsächlich zum Ende. Wir haben aber gleich noch was zu holen. Bumm, da fällt das alles auseinander, aber da wollen wir hier schon rein. Ich glaube, ja, hier ist ein Speicherpunkt, meine ich. Wir heilen uns mal eben und dann gehen wir zurück. Dann können wir auch wieder zaubern. Ah, ich dachte schon, da wäre jetzt der Weg nicht mehr. Doch, klar. So, wir können zurück. Denn wir haben da vorhin noch so ein bisschen Zeug liegen gelassen.
Erstmal sind sie noch Gegner, die geben noch 30 Erfahrungspunkte. Die sollten wir nicht verkommen lassen. So, Sue greift mal direkt den ersten an. Und Justin fackelt den anderen hier ab. Den mittleren wieder. Weil der stirbt dann sowieso wieder. Oh, Wurf erhöht. Schön. Na, sterben leider nur zwei von den drei Gegnern. Und der andere greift Sue an. Mit seinem Beyblade-Angriff da. Da mache ich jetzt einen Konter. Ein Zähler. So dumm. Es wurde wieder ohne Kontext übersetzt. Was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Warum wird das gemacht? Warum werden Sachen ohne Kontext übersetzt? Einfach so maschinell wahrscheinlich. Und dann gibt es keine Produkttester, die das irgendwie nochmal schauen, ob das stimmt so. Ist das nicht dumm? Da unten ist noch Geld. Aber wir finden auch noch was anderes hier, glaube ich. Ganz viele von euch. So. Dem weiche ich mal eben nicht aus. Verdammt. Hat keiner gesehen. Sind das jetzt wahrscheinlich vier Stück, oder? Es sind nur zwei, okay. Halb so wild. Die anderen sind nicht mit da. Du greifst zu an. Nix da. Ach, verdammt. Bonk. So, wehr mal ab. Das hat nicht geklappt. Krass. Der war zu schnell. Dann machen wir direkt noch so ein... Noch so ein V-Slash. Und weg damit. So, 16 Erfahrungspunkte. Wir könnten gleich nochmal 16 Erfahrungspunkte holen. Weil da sind noch mehr von den Viechern. Wollen wir die bekämpfen? Eigentlich eher nicht, denke ich. Ich meine, es geht. 16 Erfahrungspunkte sind auch okay. Ah, hier ist der Gang. Dachte schon, irgendwo kommt man da doch noch durch. Denn hier irgendwo liegt noch was. Genau, vielen Dank. Wir wissen alle, was das ist. Mana-Eier. Nehmen wir mit, vielen Dank. Ich wusste, es gibt hier welche. Dann können wir direkt nochmal einen Zauber beibringen. Und den werden wir auch Justin geben. Na komm, dann kämpfen wir doch noch gegen die. Aber diesmal eben nicht in dem Hinterhalt, sondern wir sind dran. Das heißt, wir sind auf dem Zeitstrahl vorne und die Gegner weiter hinten. Wir können uns direkt um diese Idioten hier kümmern. So, das klappt nicht. Dann machen wir halt einen ganz normalen Angriff. So, der Puffy-Wurf. Schalten wir schon mal einen Gegner aus. Wenn Justin hinkommt, heißt es. Bam. Dunk. Bonk. Zack. Oh Gott, der eine Pfeil hat verfehlt. Sue macht das nochmal, aber mit dem kritischen. Der Drehangriff. Oh, das ist gefährlich, oder? Der greift Justin an. Weißt du was? Wir machen verteidigen und ausweichen. Und gehen ein bisschen weiter nach hinten. Oh Gott. Ich dachte, der müsste erst zu mir hinlaufen. Damit der Drehangriff ausgeführt wird. Aber der konnte das einfach von da, wo er stand, machen. Er hat einfach so einen Sonic-Move gemacht. So, jetzt dürften wir auch alle Sachen hier gesammelt haben. Ach, da sind noch mehr Gegner. Ach komm, euch lasse ich in Ruhe. Letztendlich war dieser ganze Scheiß hier gar nicht kompliziert. Das war sehr einfach. So, wir gehen hier rauf.
War hier hinten in der Ecke eigentlich noch irgendwas? Nö. Okay. Können wir durch. Einmal heilen, einmal speichern. Die Tipps werden wir uns gar nicht erst angucken, weil was sollen da schon für großartige Tipps stehen? Zuletzt waren wir im Haus von Fina und jetzt sind wir im Kirchgang. Steht unten. So, dann müssen wir hier so die Kisten rauf. Und dann... Okay, hier gehen wir rein. Geht die Musik erstmal weiter. Es hat wieder gelaggt, es tut mir leid. Schau mal, Justin. Oh oh, sieht so aus, als hätten sie schon angefangen. Als hätten die schon angefangen. Das ist jetzt etwas komisch. Das klang jetzt so, als würde Fina was sagen, aber eigentlich sagt jetzt der Priester was. Was ist denn da los? Nimmst du Pakon Fina zu deiner gesetzlich angetrauten Ehefrau, wirst du sie lieben und ehren in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Oh ja, oh ja, und ob, oh jupp, jupp, jupp. Wahrscheinlich hat Fina auch was gesagt, aber aus irgendeinem Grund stand sie in der gleichen Textbox. Weird. Nun, falls irgendwer etwas gegen diese Heirat einzuwenden hat, so möge er jetzt sprechen oder ewig schweigen. Sie hat eine Fußfessel um und die Arme verbunden hinterm Rücken. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist hier los? Vater, das ist nicht richtig. Nee, absolut nicht. Und nun, der Bräutigam darf die Braut küssen und auf immer vereint im Heiligen... Was? Die Braut küssen? Okay, Fina, hier wird geküsst. Ich übernehme das Küssen. Du musst nur die Lippen spitzen. Und er geht dir ganz... Er rückt dir ganz nah auf die Pelle. Ey, es ist okay. Oh, jupp. Ich werde dich sanft küssen, Herzchen. Schau, Herzchen. Ich halte mich zurück. Oh, jupp. Das ist schleimig. Pakon, ich werde das sofort beenden. Justin, wir können hier lang gehen. Beeilung. Wupp, haben wir so rüber und... Gehen wir zu. Flop. Lass Fina sofort los. Ein Tropfen von deinem Rotz auf ihr und ich schlag dich zu Brei. Das ist so cool. Ich liebe es. Pfui, Teufel. Du kannst wieder reden? Lass Fina los, Pakon. Oder ich lasse diese ganze Hochzeit hochgehen. Genau, Pakon. Eine Hochzeit sollte den Traum einer Braut wahr werden lassen. Diesen Betrug lassen wir nicht zu. Hm? Oh, jupp. Ich werde meine Hochzeit nicht zerstören. Meister Chang, los, hol sie, los. Joach. Der Leibwächter ist auch hier. Ich habe Master Chang eingeladen, nur für den Fall, dass so etwas passiert. Oh, jupp, jupp, jupp. Oh, du bist es. Du kriegst mich nicht noch einmal. Kämpfe. Yeah. Oh, der Stuhl knarzt wie Sau. Ich sitze gerade auf so einem ganz normalen Küchenstuhl. Anstatt auf dem Gaming-Sessel. So. So, wir machen den Puffy-Wurf, oder? Machen wir den... Oh, wir können den Rundschlag mittlerweile. Dafür müssten wir aber die Waffe wechseln, das können wir nicht. Wollen wir den Puffy-Wurf oder normalen... Wir machen erstmal so einen, oder? Ach komm, wir machen den. Und du machst den kritischen W-Schlag. Bam, abgebrochen. Und... Bam, 79 Damage. Jetzt ist der Typ leider dran. Und er macht den Tornado. Den Tornado gegen Justin. Der hat was gegen Justin, der Typ. Wir werden uns mal verteidigen. Sicher ist sicher.
Tornado Punch! Super Tornado Punch! Und springt da noch zweimal drauf. Meine Verteidigung wurde abgebrochen. Es hat aber nur 8 Schaden gemacht, ist halt so wild. Aber wir wollen den Treffer nicht komplett abbekommen. Das ist doch etwas gefährlich. Buff! Bums! 42 Damage. Der Typ ist sehr schnell. Nochmal den Tornado Punch, aber gegen Sue. Das ist gefährlich. Das können wir nicht, auf uns sitzen lassen. Oh mein Gott. Wehr ihn ab! Wehr ihn ab! Oh, Sue, hau ab! Ausweichen! Ausweichen! Ich wollte eigentlich ausweichen. Super Tornado Punch! Bam! Springt er auf das kleine Mädchen drauf. Was ist eigentlich mit dir falsch? Hup. Wieso konnte da jetzt abbrechen stehen? Oh mein Gott. Der greift Justin schon wieder an. Der kann eine richtige Combo machen, aber ich glaube 3 Schläge sogar. Ziemlich gefährlich. So, wir machen nochmal den Puffy-Wurf. Bam. So ein richtiger Uppercut am Ende. Go do it! So, und dann haben wir den da. Noch einmal. Nochmal den W-Schlag. Wir haben ein bisschen Zeit gerade, die wir auch brauchen, um den Angriff vorzubereiten. Los geht's. Axtstufe erhöht. Combo. Sue, wehr das ab. Ach, verdammt. Ein ganz kleines bisschen zu spät. Jetzt kommt wahrscheinlich ein normaler Angriff gegen Justin, aber das kann er vielleicht sogar verhindern. Let's go! Abbrechen, perfekt. So, Sue, du bist dran, du darfst das auch machen. Nochmal abbrechen. Sue braucht ja immer ein bisschen, bis sie angreift. Zack, hat aber nicht geklappt. Schade, und da kommt der Tornado Punch gegen Sue. Gefährlich, oder? Noch was anderes? Was macht er denn? Weißt du was, wir fackeln den einfach ab. Haben wir noch gar nicht gemacht in dem Kampf. Super Tornado Punch! Aua. Wie viel Schaden macht wohl der richtige? 25! Das war viel. Wie er sich verbeugt. Während er verbrannt wird. Okay, was wir jetzt gebrauchen, könnten wir eine Heilung, schätze ich. Ich werde mal... Wen greift der eigentlich an? Als nächstes. Verteidigen macht er. Okay, das ist ein guter Zeitpunkt, uns zu heilen. Wir heilen erstmal Sue, weil die stirbt bei der nächsten Super Tornado-Attacke. Ist gefährlich. Auf zu laggen, Spiel. Vielen Dank. So. Angreifen gegen Justin. Versuch das mal zu verhindern, Sue. Und du machst nochmal so einen Feuerangriff. Hä? Was war das denn? Hat er jetzt doch wieder abgewehrt? Da stand noch gerade Angreifen gegen Justin. Bam. Er hat tatsächlich abgewehrt. Das hat kaum Schaden gemacht. Wir werden jetzt auch nochmal uns heilen. Wie wär's? Ein bisschen Angst habe ich gerade. Dass der Typ nochmal Justin eine reinballern könnte. Mit dem Tornado Punch. Das macht er sogar. Los, wehr ihn ab. Bam. Wurfstufe erhöht. Schöne Sache. Aber der kommt natürlich trotzdem durch. Bam. Donk. Donk. Hoi. So, was können wir denn noch machen? Eine ganz normale Kombo, oder? Naja, komm, wir machen den. Hm, das hat nicht geklappt. Oh, eine Kombo. Komm, jetzt machen wir die Kombo. Einfach nur eine Kombo. Und weißt du was? Du machst... Nein, du machst es nicht. Du bist fast tot. Heil dich mal. They're there.
Drehtritt. Bam. 18 Damage. Kann mehrere Gegner treffen, der Angriff. Relativ gefährlich, sollte man nicht unterschätzen. Wenn beide zusammenstehen, ist das echt mies. Eigentlich ist das ein total unfairer Kampf. So ein kleiner Junge und ein noch kleineres Mädchen. Einfach gegen so ein Muskelprotz mit dem Champion-Belt und so. Mit Boxhandschuhen, so richtig gefährlicher Mann halt. Eigentlich würde dieser Kampf so nicht funktionieren. Tom, wie wär's mit noch einem Drehtritt gegen Justin? Oh, der steht schon da. Ist gefährlich. Bam! Nein! Ausgewichen! Was ist das für eine Scheiße? Okay, fackeln wir dich ab. Ein für alle Mal. Stirb, Typ! Wie er da steht, mit seiner Pose. Du kannst mir gar nichts. Bam! Und er explodiert. Ey. Vielen Dank. Big win for us. Es gibt kein Geld, nur eine Menge Erfahrungspunkte, was Sue auf jeden Fall ein Level up bringt. Und Justin fast. Was macht ihr da? Ujupp, ihr vermasselt unsere Hochzeit. Wie aus allen Öffnungen irgendwie Körperflüssigkeiten laufen lässt. Er heult, er rotzt herum. Das ist ja widerlich. Die war von Anfang an vermasselt. Was für eine Hochzeit soll das sein? Du hast Fina einfach dazu gezwungen. Ja, schluchzt. Und wenn schon, als Präsident darf ich das, Ujub. Okay, Fina, ohne Hochzeit kein Pass. Also gibst du ihn zurück? Dass er das noch fragt, anstatt ihn einfach zu nehmen. Ich vergebe dir, wenn du jetzt deine Meinung änderst. Also, liebe Fina, lass dich umarmen, Ujub. Fina, komm schon, lass uns los. Fina! Sie kann es nicht. Ujupp, sie weiß, wenn sie den Pass aufgibt, erlebt sie nie ein anderes Abenteuer. Pakon, hier. Nimm deinen blöden Abenteurerpass. Ich brauche ihn nicht mehr. Was sagst du da? Ujupp! Ich erinnere mich jetzt. Ein Abenteurer ist frei wie der Wind. Fina! Wie konnte ich so etwas nur vergessen? Wir wählten den Abenteurerweg, um frei wie der Wind und die Wolken zu sein. Niemand bestimmt, wo der Wind weht. Dieser Pass kann die Seele eines wahren Abenteurers... Ich kann nicht lesen. Mach die Szene noch kaputt, Taroka. Dieser Pass kann die Seele eines wahren Abenteurers nicht binden. Lebe wohl. Morgen bin ich eins mit dem Wind. Nur ich bestimme, wo der Wind weht. Meine liebe Feder! Und er dreht sich so lustig im Kreis. Er ist verwirrt! Danke, Justin und Sue. Ihr habt mich gerettet. Ja, aber jetzt bist du kein Mitglied der Abenteurerliga mehr. Genau. Und ich bin so froh darüber. Ab heute bin ich ein anderer Mensch. Also, gehen wir. Alle drei. Ja, das ist so lustig jetzt. Ink! Hä? Was zum... Hip, hip, hurra! Alles Gute für das junge Brautpaar! Hey, sieh mal! So unschuldig, so jung und unschuldig. Sie sind so schüchtern und so süß. Schau, sie sind füreinander gemacht. Es stimmt, ich bin echt neidisch. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch eine wunderschöne Braut wie sie habe. Hä? Wer bist du? Was ist mit Mr. Pakon passiert? Was? Also, was sage ich da? Ich bin kein Partykiller. Das ist eine Hochzeit. Ein fröhliches Ereignis. Lass uns feiern. Ja, genau. Lass uns hier auf ein neues Leben trinken. Juhu. Ach, sehen die beiden nicht gut aus? Ein wunderschönes Paar. Puff, puff, puff.
Also, ich kann's nicht fassen. Was machen wir, Fina? Was wir machen? Tja, wir gehen in mein Haus zurück. Es ist peinlich, hier zu bleiben. Ich bin kein Partykiller. Lass uns feiern. Scheiß auf Parkon. Ach, das ist super. Das ist so lustig. Alle wissen, dass ich Parkon nicht geheiratet habe und die Party läuft. Du hättest Justins Gesicht sehen sollen. Wirklich komisch. Er sah sehr verwirrt aus. Mann, das war nun was. Alle lachen. Es ist schön. So fröhlich. So strahlend. Na, ihr müsst doch jetzt müde sein. Fühlt euch wie zu Hause und ruht euch hier, solange ihr wollt, aus. Ruht euch hier aus, solange ihr wollt, okay? Es ist so viel passiert seit dem Tag, an dem ich das Zelt fertig aufstellte. Ich erinnere mich, ich ließ ein verlorenes Lamm in meinem Bett schlafen und mein Zelt wurde fast fortgeblasen. Es ist mir ein warmes Zuhause, wenn ich nach Abenteuertagen in mein Zelt zurückkomme. Sag mal, Justin, wie war das Gefühl, die Nacht bevor du auf Abenteuer gegangen bist? Hattest du Angst? Ich? Angst? Warum denn Angst? Ich war zu aufgeregt zum Schlafen. Okay, vielleicht ein bisschen besorgt. Ohne Wissen kam mir der Gedanke, dass echte Abenteurer die sind, die von der Liga sanktioniert werden. Das ist doch eigentlich befremdlich. Es muss lange vor der Gründung der Liga schon Abenteurer gegeben haben. Ich würde wirklich gerne alles das sehen, was ihr sehen werdet, aber... Fina? Okay, genug für heute. Schlafenszeit. Justin und Sue, ihr wollt morgen zeitig los, nicht? Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Justin immer ohne seine Mütze, die er jetzt auf diesem Bild aufhatte. Das ist weird. Wir haben ihn schon... Ah, deshalb. So strecke ich mich auch immer. Mit genau der gleichen... Genau den gleichen Geräuschen. So. Ungefähr. So. Hey, wo ist Fina? Wo ist sie bloß hingegangen? Fina, komm mit zu den Domruinen. Fina, komm. Sue spricht im Schlaf. Sagt sie noch was? Fina, bla bla. Fina hat natürlich im Bett geschlafen. Oh. Warum haben wir uns hier hingelegt? Hier ist doch ein bisschen bequemer bestimmt. Oder in so einen Teppich eingewickelt. Ich finde es interessant, dass sie es gerade als ein Zelt betitelt haben. Das ist doch definitiv aus Stein, oder? Oh, was für ein wundervoller Morgen. Guten Morgen, Justin. Gut geschlafen? Huch. Oh, ich sehe schon. Hey, Justin. Weißt du, wo der Wind herkommt? Dieser Wind fängt an, oben in den Bergen. Er trägt die Rufe der Vögel und den Duft des Waldes. Nicht, dass man da jetzt viel sehen könnte. Renderdistanz und so. Ich habe letzte Nacht viel über den Wind nachgedacht. Würden wir fliegen wie der Wind, würdest du dann dieselben Dinge sehen, die ich sehe? Fina? Ich habe gerade ein bisschen Text nicht gelesen. Es tut mir sehr leid. Ich habe vergessen, dass es alleine weitergeht. Ich liebe den Wind. Ich hatte das Gefühl ganz vergessen. Danke, du hilfst meiner Erinnerung. Lass uns gehen, Justin. Lass uns dahin gehen, wo der Wind herkommt. Oh ja, lass uns gehen, Fina. Wann brechen wir auf? Natürlich, wir brechen sofort auf. Ich möchte keine Sekunde mehr warten. Auf das Gefühl. Auf den Moment.
Nun, Mullen, hast du das letzte Stück gefunden? Entschuldigung? Warum geht das nicht weiter? Warum geht das nicht weiter, Controller? Excuse me, please. Warum hast du hier keinen... Warum gehst du nicht? Excuse me? Ich mache den Controller aus und wieder an. Leider noch nichts. Leider noch nichts. Operation Yggdrasil kann nicht weitergehen, bis du es hast. Finde es, Mullen, und finde es bald. Wir setzen jetzt einen Plan in den Wäldern der Domruinen um. Erfolg ist eine gute Sache. Ja, mag sein, dass wir etwas gewinnen. Ich erwarte gute Neuigkeiten. Die Katze nimmt wieder den ganzen Kratzbaum auseinander. Wollen wir zu den Domruinen? Hat irgendwer irgendwas vergessen? Erst müssen wir über die Rangelberge. Die Rangelberge. Der Name ist auch so geil. Die Rangelberge. Südlich von Neuparm. Die Domruinen liegen in einer Wüste dort drüben. Prima, auf zu den Domruinen. Na dann, wir speichern mal eben, falls das Spiel gleich wieder so Anwandlungen hat, dass es den Text nicht weiterdrückt oder so. Das war gerade gruselig. Ist einfach der Controller war aber nicht leer, der ist nicht ausgegangen. Das war einfach nur komisch. Vielleicht hat einfach die Verbindung verloren oder so. Keine Ahnung, ich habe den neu gestartet gegen. Einmal Batterie raus, das ist so ein Xbox One Controller, so ein roter Xbox One Controller. Die Farbe ist eigentlich egal, aber so die Rangelberge. Musste man dafür nicht hier rüber oder so? Was ist das denn? Hat Fina das gemacht? Das ist offenbar nicht das Richtige. Da kommt man später nochmal hin. Was auch eine lustige Szene ist. Weil Justin mit Gewalt dieses Brett abmacht, anstatt es einfach da drunter her oder drüber klettern, tritt er da so gegen. Bricht sich so halb den Fuß, es ist großartig. Die Rangelberge, da wollen wir hin. Die führen dann zu den Domruinen. Die westlichen Rangelberge. Warum bin ich eigentlich so blöd? Lass mich nochmal zurückgehen. Nee. Stadt Neuparm. Da haben wir noch was zu tun, Freunde. Wir haben ja noch was zu tun. Wollt ihr wissen, was wir da zu tun haben? Ja, nämlich genau das. Wir kaufen jetzt das Erde-Element für Justin. Erde ist zwar super langweilig und der allererste Erde-Zauber ist halt kompletter Bullshit, aber wir müssen den ein bisschen benutzen, denn wir müssen Erde auf jeden Fall leveln. Ein wenig. Wir werden schon noch eine gute Gelegenheit dazu finden. Aber jetzt am besten in Rangelbergen bei so ein paar einfachen Gegnern vielleicht noch. Da kann man sicherlich noch ein bisschen das Erde-Element pumpen. Pum, pum. So, haben wir überhaupt neue Ausrüstung irgendwie mit irgendwem? Können wir Justin zum Beispiel... Was ist denn eigentlich hier? Guck mal, wir bekommen mit Wasser auf 2 und... mit Wasser auf 3 und Erde auf 2. Also Erde müssen wir schon mal ein Level steigern. Wir bekommen übrigens eine Stärke dazu, wenn wir Erde steigern. Das ist gut. Guck mal, da sind schon die ganzen Sachen jetzt ziemlich gewaltig geworden. Wir sehen da zwei Angriffe, die tatsächlich Fragezeichen als Bedingung haben. Und einer von diesen Erdeangriffen, also der, wo Erde mit bei ist, Feuer und Erde, Erde und Feuer und das Schwert, das ist ein richtig guter Angriff. Den können wir erst am Ende der ersten CD, beziehungsweise Anfang der zweiten CD, können wir den erst lernen. Aber das ist der coolste Angriff im Spiel. Das tut mir leid, der ist so dermaßen cool. Okay, fangen wir an mit, was wollen wir denn machen? Wie sind deine Stufen? Du brauchst noch einen Erfahrungspunkt, nicht eine Stufe bei der Axt und dann können wir wieder wechseln auf eine andere Waffe, schätze ich. Dann machen wir wieder Schwert, schätze ich. Ein bisschen mehr Schwertpower. Schwert-Action. Vogels! Ich glaube, die waren auch super scheiße, die Gegner. Die konnte ich auch nicht leiden. Aber wir beginnen erstmal ein bisschen damit,
Seltsamer Vogel. Ja, die finde ich auch ganz besonders seltsam, die Dinger. So, Fina, du machst mal die Lähmpeitsche gegen den Vogel, der uns verwirren will, der Justin verwirren will. Der Mann ist eh sehr verwirrt. Sue macht auch noch einen Puffy-Wurf auf den anderen Vogel. Oh, die Verwirrflügel. Ah, toll, er ist tatsächlich verwirrt. Deswegen mochte ich die nicht, weil die mich verwirren konnten. Macht dann Justin irgendwie, was er will oder so. Peitsche, Stufe erhöht. Oh, guck mal, die Lähmpeitsche hat tatsächlich gelähmt. Oh nein, noch mehr Verwirrflügel. Ach du Kacke. Justin vermöbelt einfach zu. Die Verwirrung hat aufgehört bei Justin, das ist gut. Aber Sue hat voll... Sue hat auch auf die Fresse bekommen, aber halt von Justin. Wir werden uns erstmal eben heilen. Wir haben so viel Schaden genommen in der Runde. Das ist übel. So, Fina, du darfst auch nochmal Brenne benutzen. Gegen die beiden Viecher da. Die haben sehr viel Leben tatsächlich gegen einen davon. Der ist weggeflogen. Der ist weggeflogen. Bams. So, Justin sollte eigentlich Graben benutzen. Der Angriff verbessert die Verteidigung von der Truppe. Ha! Verteidigung, Stufe 1. Wir werden dann wohl ein bisschen weniger Schaden nehmen. Der Ulkvogel. Jetzt steht da Ulkvogel anstatt seltsamer Vogel. Na egal. Wir greifen erstmal den da an. Bams. So, weißt du was? Wir sollten angreifen, bevor wir Probleme kriegen. Zack. Federschuriken. Bonk. Sue ist gerade umgefallen. Das gefällt mir nicht. Kabumm. Und Sue bleibt doch, glaube ich, besiegt, oder? Everyone okay? Nein. Hast du Sue gesehen? Die ist umgefallen. Wir könnten eigentlich mal so einen Speicherpunkt gebrauchen. Mal ganz schnell. Wir sollten wieder rausgehen. Diese Biester waren gefährlich, Mann. Wir gehen bei ihm zurück. Eben einfach wieder raus und dann wieder zu Finas Haus mal eben heilen. War gefährlich. Haus von Fina ist... Irgendwie erinnert mich das an so ein Dragon Ball Haus. Keine Ahnung, weil das so ein so komisch rund ist. Hier ist das Haus. Guck mal, der zeigt mich auch immer noch... Der zeigt auch immer noch mit dem Pfeil dahin. So, gespeichert haben wir, glaube ich, vorhin eigentlich erst. So, jetzt gehen wir irgendwo weg. Einfach hier so lang. Und dann nochmal zu den komischen Rangelbergen. Und da werden wir uns dann diesmal nicht von so Vögeln vermöbeln lassen, sondern werden uns einfach darum kümmern, die direkt loszuwerden. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt bei neuen Gegnern direkt... Na guck mal, die sind doch bestimmt nicht so schlimm. Das sind doch nur Schlangen. Da können wir doch wahrscheinlich Justin wieder ein bisschen graben lassen. Raupe. Das Vieh greift Fina an. Wollen wir das mal verhindern. Wir machen jetzt eine Feuersäule gegen das gleiche Teil auch einfach mal. Graben. This'll teach you. Es hat die beiden da hinten leider nicht getroffen. Das ist schade. Dabei ist die Reichweite eigentlich sehr groß. Graben. Bonk. Schlafgas. Oh nein. Alle pennen. Tatsächlich, es pennen alle. Justin ist jetzt aber wieder wach.
Und nochmal Schlafgas. Das heißt, Justin pennt wieder. Ja, das ist gefährlich. Die können das jetzt ewig weitermachen, wenn sie wollen. Schlafgas. Das ist super, super evil einfach. Und wenn das zwei Gegner sind, ist das echt gefährlich. Aber diesmal klappt's. Wir machen den V-Slash einfach gegen das Vieh, das Schlafgas machen möchte. Wenn es nur noch einer ist, ist es nicht mehr so schlimm. V-Slash! Kaboom! Weg mit dir. Hier, mach mal zack und zack. Weg mit dir. Jetzt kann ich mit Justin ein bisschen heilen. So aus dem Menü heraus. 36 Erfahrungspunkte. Justin steigt ein Level. Schöne Sache, das. Dass ich die Heilung jetzt tatsächlich mal brauche. Zauber, heilen, Justin und Justin, ey, und Justin sag ich. Und Sue. Und einfach, weil ich es kann. Fina. Sollte ich das so machen? Vermutlich nicht. Und noch mehr Schlangen. Und Geld, da liegt Geld. Das will ich. Es sind Raupen. Entschuldigung, es sind ja gar keine Schlangen. Es sind ja Raupen. Wir machen erstmal noch ein bisschen Feuer. Vielleicht kann sich Justin dem anschließen, wobei er sollte erstmal Graben machen. Justin sollte ein bisschen Erde leveln. Oh Gott, ist das lahm. Es hat nur einen getroffen. Feuerstufe erhöht. Du machst jetzt ein bisschen Graben. Du buddelst ein wenig. So, dann haben wir den Puffy-Wurf gegen einen Gegner, der Justin angreifen will und noch nicht so ganz so weit ist. Fina sieht gerade sehr, dieses Sprite. Oder dieser Sprite. Oh nein. Oh Gott, warum sind das eigentlich vier von denen? Das ist ja noch gefährlicher. Es pennt aber nur Sue. Hab ich gesagt. Und jetzt pennen sie alle wahrscheinlich. Natürlich. Noch mehr Schlafgas. Okay, Justin. Au. Du bist dran. Machen wir Feuer? Nee. Der ist gleich mit verteidigt. Okay, wir greifen einfach ganz normal an. Wir greifen an und holen uns die Erfahrungspunkte für die Waffe, die wir noch brauchen. Bam! Bam! So. Fina ist wieder wach. Und Sue tatsächlich auch. Gucken, wie lange das so bleibt. Du greifst erstmal den da an. Der sich gerade an Sue vergreift. Justin kann noch mal... Ah ja, wir können unsere ZP und sowas einblenden lassen. Das ist Quatsch. Müssen wir nicht machen. Wir machen jetzt nochmal Graben. Zack. Sue guckt immer so gut. Mit diesen weit aufgerissenen Augen. Ich finde das super. Zack. So. Sue wirft einen Pfeil auf den da und auf den da. Und Justin buddelt noch ein bisschen. Während Fina dem da einen kritischen Treffer verpasst. Ha! So, Erde ist eine Stufe aufgestiegen. So, Justin, du darfst nochmal angreifen. Und Sue, wer ist zuerst dran? Hä? Ah, es war Sue. Sue hat den Gegner besiegt. Ich habe fast damit gerechnet, dass Justin das macht. Weil Sue immer so lange braucht. Oh, Fina ist auch ein Level höher. Level 7. Wir haben jetzt also 6, 7 und 8 von den Leveln her. Nice.
eigentlich unvorstellbar, dass die beste Abenteurerin der neuen Welt ein Level niedriger ist als so ein kleiner Junge. Wir machen nochmal eben das da. Unsere ZP sind leer. Ist okay. Die füllen sich leider nicht durch Angriffe auf. Das kann man nur an Speicherpunkten machen oder mit Items, die man in irgendeinem späteren Verlauf des Spiels dann auch mal findet. Na, Vögel. Gegen die kämpfe ich aber lieber direkt. Und passt lieber auf, dass die nicht in mich reinrasen. Das ist immer sehr gefährlich. So, machen wir nochmal eine Brennen-Attacke. Die Shuriken, auf die habe ich gar keine Lust. Vielleicht kann sich ja auch noch Sue darum kümmern, das abzubrechen. Die hat jetzt eben einen Moment Zeit. Bis der Gegner So, und der da hinten, der greift aber viel schneller an. Naja, gegen Fina, das tut weh. Das war sehr viel Schaden tatsächlich. Ich mag Sus Pose, wenn sie wirft. Daneben, das gibt es nicht. Au, der Angriff ist so stark, warum? Ich meine, ich habe eventuell schon lange keine Ausrüstung mehr gekauft. So verteidigende zumindest. Da gibt es mit Sicherheit einiges, was man tun kann. Justin hat gelernt, Schockwelle, Axtstufe erhöht. Brrrr. Was war das für ein Geräusch? Vögel machen nicht solche Geräusche. Bams. Alright, we won! Die geben auch weniger Erfahrungspunkte als die anderen Viecher. Also die Raupen geben wesentlich mehr. Ich meine, die sind genauso lästig mit ihrem scheiß Schlafgas. Hier sind alle Gegner scheiße. Können wir das mal so stehen lassen? Okay, Ausrüstung. Warte mal. Technik. Hier, die Sachen. Wir sollten vielleicht das Schwert auf 12 bringen. Genau, die Axt auf 12 bringen und die Keule auf 10. Das würde auch helfen. Wollen wir der Reihe nachgehen? Dann behalten wir die Axt noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich möchte eine bessere Waffe haben, um die Gegner schnell loszuwerden. Also nehmen wir... Das ist meine stärkste Waffe, 53 Eisenkeule. Minus Aktion, was auch immer Aktion bedeutet. Ist das halt diese Leiste, die unten durchläuft? Weil dann würde ich es lieber nicht nehmen. Wir könnten das dann nehmen. Das 14er Schwert. Ich glaube, das ist gut. Wir könnten ihr auch mal wieder eine Keule geben. Wobei sie nichts davon lernt. Aber der Angriff wäre schon geil, oder? 47? Wollen wir Sue noch mal eine Keule geben? Wir geben Sue noch mal eine Keule. Ihr könnt mir ein Schälmesser geben. Sie kann, glaube ich, auch eine Technik lernen mit dem Messer. Ne, müssen wir dahin gehen. Ja, auf Level 10. Ist aber kein besonders guter. Ist, glaube ich, keine gute Technik. Ich glaube, das ist so ein Messerwurf, der in alle Richtungen geht. Und der Messerwurf, den sie jetzt könnte, wäre auf einen einzelnen Gegner. So, da sind noch Schlangen. Da oben lag da was? Da liegt in der Tat etwas. Was ist das? Scheiße. Wir wurden in einen Hinterhalt gelockt. Damit. Oh, meine Leute sind alle fast tot. Das ist nicht gut. Klar. Oh mein Gott. Spuckgift. Sehr, sehr gefährlich. Justin, beeil dich. Du musst heilen. Justin? Hast du eigentlich noch einen Verbandskasten? Nee, ne? Wundsalbe. Ich möchte mal eben wissen, wer gerade wen angreift. Das ist ganz wichtig zu wissen in dem Moment. Schlafgas geht natürlich wieder auf... an sich auf Justin, aber... Oh mein Gott, das ist so gefährlich gerade. Hör auf zu laggen. Auf. Auf Sue? Auf Fina? Sue. Wir heilen erstmal Sue, denn die kann eventuell auch noch einen Heilangriff benutzen. Schlafgas! Gefährliche Scheiße, die hier gerade passiert. Ich
Ich könnte Game Over gehen. Fina ist gleich tot. Okay, Fina hat noch ein bisschen Leben. Verbandskasten. Perfekt. Den nehmen wir. Und er geht auch schneller los. Ah, perfekt. Go! So, eben alle mal geheilt. Vollständige Heilung quasi für alle. Die Schockwelle kostet 30. Das ist ziemlich heftig. Der greift Justin an. Ja, gut. Der ist gar nicht zu Justin hingekommen. Wir werden erstmal einen so ein Schlangenvieh los. So, das Spuckgift nervt ein bisschen. Aber ich werde das Gift wahrscheinlich erst nach dem Kampf heilen. Brenne gegen das Vieh. Denn es könnte ja im Kampf auch direkt wieder hinzugefügt werden und das wäre blöd. Die greifen ja öfter mit dem Gift an und es sind drei Schlangen, das ist... Es würde wenig Sinn machen, das jetzt wegzumachen. Beim nächsten Angriff kommt es direkt wieder. Nee, danke. Wir brechen den eben ab, damit er nicht damit angreifen kann. Genau, Sue, mach mal eine Attacke, du hast eine neue Waffe. Bam. Na, fuck. Da wurde sie im Angriff abgebrochen. Aber sie durfte den da hinten tatsächlich noch zu Ende angreifen. 45. Macht zu mit diesem kleinen Hammer. Kommt noch der V-Slash. V-Slash. Bam. Weg damit. Alright, we won. Dun-dun-dun-dun. Gegengift, das können wir direkt benutzen. Die Gegner sind echt fies. Also die sind alle scheiße, alle machen irgendwelche Zustandsveränderungen. Kann ich gar nichts mit anfangen. Gegenstände, wir hatten jetzt das Gegengiftzeug genommen. Du. Auf sie. Zauber, du hast keine ZP mehr über, ne? Okay, das ist ein bisschen schade. Wir könnten noch... Ne, wir sind jetzt gerade alle einigermaßen gut geheilt. Okay. Oh, da liegt dann noch das Item, das ich vergessen habe. So, gegen euch kämpfe ich jetzt aber... Ich mach's richtig. Und renne selber in ein Vieh rein und mach keinen Hinterhalt mit voll wenig Leben. Das war so gefährlich gerade. Hätte so easy Game Over gehen können gerade. Richtig miese Scheiße. Okay, pass auf. Wir machen einen kritischen auf den da. Du machst einen kritischen auf den anderen da. Du machst einfach nur einen Combo-Angriff auf den. Und du auch. Zack, und das war ein Perfekt. Denn die Gegner waren total unkoordiniert und wussten gar nicht, was sie tun sollen. Ich hingegen habe das richtig gemacht. Ja, ich als Videospieler. So, wir nehmen das da auf. Eine Münze. Das ist wahrscheinlich irgendein bestimmtes Amulett. Vorzeitmedaille. Heilt SP während eines Angriffs. Das ist super. Nehmen wir. Wir heilen ja allgemein SP während eines Angriffs. Das gibt den Giftschutz. Das gebe ich dann gleich irgendwem anders. Geben wir dir das. Die Ohrringe waren das mit dem Giftschutz. Dann bist du nicht so schnell vergiftet. Sue ist auch die Heilerin. Die sollte nicht unbedingt vergiftet werden. Also sie ist eine Heilerin. Sie kann mit dem Rara-Angriff gut heilen. 25 für jeden. Ohne dass ich dafür ein Item verbrauchen muss. Die ich nur in sehr begrenzter Anzahl habe. Ist gut. Die Lampe. Nein. Wir machen Feuer. Feuer. Du kannst immer noch mit Feuer angreifen. Dann mach das auch. Die Zauber sind das Beste im Spiel eigentlich, was die Angriffe angeht. Und in einem späteren Verlauf des Spiels kann man die auch echt spammen, die Dinger. Das ist... Ja. Der nächste bitte, hier. Guck
Du machst jetzt so einen kritischen auf den da hinten. Wie wär's? Bam! Oh! Su! Das hat gesessen! Das merkt er morgen noch. Wobei der geplatzt ist, der merkt gar nichts mehr. Mir ist gerade mein Fuß eingeschlafen. Ich habe so komisch gesessen. Auf diesem Stuhl hier. Scheiße. Schon schlimm genug. Also, wenn sich meine Hand so anfühlen würde oder mein Finger, das fände ich nett. Einfach so komplett taub. Das wäre nett. Aber ich habe so extrem empfindlichen Berührungsschmerz da. Oh, das tut so weh. Da liegt wieder so ein Brot rum. So ein Baguette. Könnte auch eine Praline sein. Der seltsame Vogel. Der Ulkvogel. So, wir machen nochmal ein bisschen Feuer. Wir zünden den wieder an, aber die Kobra zünden wir an. Die steht so schön mittig. Und das trifft dann hoffentlich alle. Aha, der Vogel natürlich nicht. Die Verwirrflügel. Auf Justin. Natürlich einer, der am meisten Schaden macht. Könnte gefährlich werden. Wir machen den Rundschlag. Oh ja, sie kann den Rundschlag mittlerweile verwenden. Das machen wir mal. Machen wir auf den da. Der Rundschlag ist ungefähr genau der gleiche Angriff wie die Schockwelle, die wir mit Justin gelernt haben. Batz. So, zack. Oh mein Gott. Justin hat den richtigen Gegner angegriffen. Und das, obwohl er verwirrt war. Nice. Das hat mir sehr gefallen, tatsächlich. Da liegt halt dieses Item rum. Das sammeln wir eben auf. Mal gucken, was es ist. Die wollen wir direkt benutzen. Plus 2 maximale SP. Bittersüß. Direkt für Justin. Sowas kriegt immer Justin. Der darf das haben. Da liegt noch Geld. Geld. Das ist eine sehr, sehr große Umgebung hier. Hier liegen doch sicherlich noch irgendwelche Items rum. Ich habe doch sicherlich nicht alles eingesammelt. Die Rangelberge sind einfach nur so ein riesiger Aufweg hier. Kannst überall einfach rauflatschen. Ist nicht wie bei Pokémon, wo du nur so einen bestimmten Weg folgen kannst. Und oh, sind das Mana-Eier? Einfach so. Einfach so random hier so ein Mana-Ei. Ich meine, die Dinger sehen immer gleich aus. Also ja, ist ein Mana-Ei. Ist schön. Kann ich noch einen Zauber lernen. Könnte ich aber dann lieber mal Fina was geben. Geben wir Fina den Windangriff. Das ist doch cool. Wind und Feuer macht auch, glaube ich, irgendwas zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Wir kommen ja auch langsam zu dem Ende des Gebietes. Hier war ich schon. Ich muss hier mal eben gucken. Ich möchte ja wirklich alles mitnehmen. Aber ich denke mal, das wichtigste Item haben wir gerade gefunden. Die Mana-Eier sind nämlich immer super wichtig, dass wir die mitnehmen. Ich kriege die jetzt alle so richtig hinterhergeworfen in letzter Zeit. Habt ihr das gemerkt? Ich kriege die so oft. Da ist auch nichts sonst. Okay, wir gehen zum Ende. Wir gehen zum Ende des Gebietes. Die Rangelberge gehen wahrscheinlich noch weiter. Die östlichen Rangelberge. Hier ist noch mehr los. Es ist recht sicher hier. Wisst ihr, ich glaube, wir sollten hier schon unser Nachtlager aufschlagen. Ah, richtig schön. Mal wieder zusammen sitzen und essen. Was haben die mit dieser Pfanne gemacht? Haben die einfach so über das Feuer gehalten? Ist das nicht heiß? Wird nicht der Griff super heiß? Das Ding ist aus Metall komplett. Ich habe letztens festgestellt, wenn das Wasser in einem Topf verkocht, der komplett aus Edelstahl ist, und dann überträgt sich die ganze Scheißhitze auf diese fucking Griffe. Das ist so übel heiß. Vitus hatte für so einen Bulgur-Salat Bulgur gekocht. Der wird halt irgendwie erst gekocht mit so ein bisschen Wasser, bis das Wasser muss halt komplett verkochen irgendwie dann. Und dann kannst du das rausmachen und dann ist gut. Also ein bisschen Restwasser war da vielleicht noch drin. Aber heilige Scheiße, der Topf war so heiß, ich konnte nicht anpacken. Anyway, wir haben hier Fina. Das ist aber merkwürdig.
Als ich euch auf dem Dampfer traf, hätte ich nie gedacht, dass wir so zusammen campen würden. Das kommt nur, weil du mir zuerst nicht viel zutrautest. Ja, aber das auch nur, weil Justin eigentlich noch ein Kind ist. Sie hatte ja keine andere Wahl. Aber inzwischen weiß ich, dass ich mich auf Justin verlassen kann. Denke nur, was er alles getan hat. Geht sie gut zu? Nach so einer langen Wanderung musst du müde sein. Nee, ich bin gar nicht müde. Wir sind alle Abenteurer, nicht? Sowas ist doch glasklar. Oh, okay, dann bin ich beruhigt. Wenn ich fragen dürfte, wie habt ihr denn in Palm gelebt? Justin war ein echter Unruhestifter, eigentlich genau wie jetzt. Fina, wie warst du denn als Kind? Wie ich? Ich war bei meiner großen Schwester. Sie war sehr gut zu mir, aber vor 2 Jahren ging sie fort und entschied sich für das Militär. Hey Justin, gehen wir zu den Domruinen, um uns die Artefakte der Angelo anzusehen? Das haben wir doch schon besprochen. Unser Ziel ist Alent. Die Domruinen sind nur ein Zwischenstopp. Alent? Von so einem Ort hörte ich noch nicht. Ich auch nicht. Bis neulich. War es vielleicht die Hauptstadt der Angelo? Lassen wir uns überraschen. Sagtest du, dass deine Schwester bei den Galahel-Truppen ist? Wir haben nämlich mehrere weibliche Soldaten gesehen bei den Sultruinen. Ob sie wohl dabei war? Warte mal, Sue. Die Mädels waren alle hässlich und gemein. Davon konnte unmöglich eine Finas Schwester gewesen sein. Stimmt, die drei waren echt gemein. Aber was ist mit der, die direkt neben der Blonden war? Ach so. Mullen ist ja jetzt wohl wirklich nicht die Blonde, oder? Neben der Blonden. Entschuldigung. Aber das ist ein Mann. Schätze ich. Also er sieht ein bisschen feminin aus, kann man schon sagen. Wobei, er hat so ein... Ich weiß nicht. Die war hübsch und ruhig. Oh, ja. Aber hinter den Domruinen liegt der Nebelwald und dahinter das Ende der Welt. Völlig richtig, aber wo liegt Alend? Um das zu sehen, müssen wir zum Dom. Vielleicht nur zum Ende der Welt. Moment, Justin, keiner ist je vom Nebelwald zurückgekehrt. Du sagtest nur zum Ende der Welt? Fina, du verstehst das noch nicht. Das Wort unmöglich gibt es für Abenteurer nicht. Wir können das. Justin, dein mutiges Gerede spornt mich an. Recht hast du, wir können das. Ich hoffe jedenfalls, dass es deiner Schwester gut geht. Ja, schätze. Danke für deine Anteilnahme, Sue. Das kennen wir. Noch was? Der Nebelwald und das Ende der Welt sind beide in der Nähe. Es ist also keine große Sache, hinzukommen. Zuerst gehen wir zu den Domruinen. Dann nach Alend und zum Ende der Welt. Der Nebelwald, bla bla bla. Ich hoffe jedenfalls, dass deine Schwester gut geht. Ja, lass uns schlafen gehen. So. Ich habe prima geschlafen. Ja, die Luft ist so kühl und erfrischend. Haben die da alle zu dritt einfach so drin gelegen? Das muss so sicher super niedlich sein. Also Justin kuschelt sich so an Fina ran. Und dann drückt sie ihn so weg. Lass mich in Ruhe. Die Luft ist so kühl und erfrischend. Guten Morgen, ihr zwei. Was für ein wunderbarer Morgen. Oh, Fina. Du wachst immer so früh auf. Ich im Moment auch, aber das kommt von den Schmerzen. Nun, sicher. Scheint, dass ihr zwei noch etwas vor euch habt, um Abenteurer zu werden. Oh, hörst du das, Fina. Genauso, als ich dich zum ersten Mal traf, deckschrubend auf dem Dampfer. Justin, ich denke, das Glück ist heute auf unserer Seite. Die Luft ist heute früh sehr klar, sodass eine tolle Fernsicht ist. Seht, dort ist der Nebelwald. Und das Ende der Welt.
Wow, ist das riesig! Das ist alles der Nebelwald? Fina, ich sehe den Nebelwald. Aber wo ist das Ende der Welt? Schau weiter hoch, Justin. Hin zum Horizont. Wow! Diese große Mauer ist das Ende der Welt? Richtig. Das ist das Ende der Welt. Glaubst du mir also jetzt? Das ist das Ende der Welt. Weiß nicht. Da muss ich näher ran. Das muss ich selbst sehen. Ich bin ja jetzt so aufgeregt. Ich bin ganz sicher, dass Alend dort irgendwo in dem Wald auf uns wartet. Justin, du bist der Erste, den ich kennenlerne, der ganz aufgeregt ist, die Gegend anzusehen. Also los geht's, eh? Sind wir erstmal über die Rangelberge, dann liegen die Domruinen direkt vor uns. Okay, auf geht's! Unser erstes Ziel, die Domruinen! Jetzt geht das Abenteuer so richtig los. Jetzt kommt eine Entdeckung nach der anderen, ein Event hinterher. Ein Event nach dem anderen auch. Hinterher, sag ich. Eins nach dem anderen. Aber halt in recht zügiger Abfolge passieren jetzt die Dinge nacheinander. Es wird jetzt sich alles nicht mehr so lange ziehen, dass wir immer wieder zu den gleichen Orten zurückgehen. Wir werden jetzt immer wieder in neue Gebiete kommen. Und das ist schön. Das Abenteuer hat so richtig begonnen. Wir sind in der 5. Folge und die ist jetzt auch schon wieder vorbei, meine Freunde. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin Make Tahoka. Das war Let's Play Grandia. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. In der nächsten Folge von Grandia lassen wir die Rangelberge hinter uns und erreichen den Teil des Nebelwalds, an dessen Grenze die Domruinen liegen. Diese sind wiederum von einer Wüste umgeben und wollen nun erkundet werden. Neben vielen Monstern gibt es auch Fallen, die sich gut dafür eignen, einfach mal das Wasserelement zu leveln. Sorry dafür. Aber auch bieten die Ruinen einen ganz anderen Vibe zum Rest der Welt. Überall diese ikarischen Muster und Augen und eine riesige Schlucht. Die Ruinen sind ein kleines Labyrinth und es wird eine ganze Weile dauern, dorthin durchzukommen. Das nächste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten.